Ja, heute ist Montag, der 8.1. um 13 Uhr und es ist wieder Zeit für ein Live-Video. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Andrea Sauvigny. Für mich hat heute wieder die Schule begonnen und die Praxis. Ich habe schon in der Praxis gearbeitet, nachher geht es in die Schule und jetzt ist eben, wie gesagt, Zeit für das Video. Ja, wir hatten bei dem letzten Video, wo es auch um die Forschungsergebnisse von dem Bruce Lipton ging, ja noch Fragen offen. Da war die Frage, wie wir werden, was wir sind und welche Programme das sind, die da im Unterbewussten laufen und wie wir die eventuell ändern können. Ja, das Thema ist also von unbewussten Programmen und von der Möglichkeit, diese umzuschreiben. Die Epigenetik, die sagt ja, dass alle Dinge, vor allen Dingen Angst und Stress, in Form von dieser Dreiheit der Proteine, die da die Antenne, die empfängt, der Umschalter, der dann den Tunnel öffnet und die Anzahl der Proteine auf den Zellmembranen, die dann bestimmt, was da gespeichert ist und wie die Reaktion darauf erfolgt. Und jetzt ist auch klar, dass wenn du entstehst, also als Eizelle aus der Eizelle deiner Mutti und der Samenzelle deines Vaters, dass während der Schwangerschaft schon die ersten Prägungen auf der Zellmembran laufen. Dass es also nicht egal ist, wie es deiner Mutti bei der Schwangerschaft geht und vor allen Dingen nicht, wie sich deine Mutter fühlt. Da gibt es ganz interessante Testergebnisse oder man kann das ja mittlerweile mit 3D-Ultraschallaufnahmen machen. Ich habe im Text auch beigefügt einen Link, da kannst du mal sehen, wie so ein Fetus auf Musik reagiert. Es gibt auch kleine Videoclips dazu, Aufnahmen, wie ein Fetus reagiert bei Streit oder Stress von der Mutter. Und da sieht man ganz eindeutig, dass die sowohl hören, also Musik beeinflusst und Emotionen der Mutter beeinflussen, ganz klar. Man weiß mittlerweile auch, dass die Föten schon das Fruchtwasser trinken und dadurch auch Geschmack wahrnehmen. Also da finden schon Prägungen statt. Das, was die Mutti während der Schwangerschaft mit Vorliebe isst, das mag dann hinterher das Kleine auch, weil das schon kennt. Das ist also schon während der Schwangerschaft geprägt. Ja. Damit ist eigentlich klar, der Verlauf der Schwangerschaft ist überhaupt nicht egal. Das geht aber noch viel weiter, dass nämlich du als Eizelle schon in deiner Mutter angelegt bist, während die also sozusagen entsteht in der Gebärmutter deiner Oma. Ja? Das heißt also, die Prägungen deiner Eizelle kommen indirekt schon auf die Eierstöcke deiner Mutter, während sie bei der Großmutter drin ist, in der Gebärmutter. Ja? Sehr spannend. Ja? Und im Übrigen ist es auch so, dass das Gehirn auch schon geprägt wird. Also die Forschung sagt da, in dem Moment so etwa die Hälfte der Schwangerschaft und dann fängt das Gehirn schon mit vollen Aktivitäten an. Das heißt auch die Programme, die unbewussten Programme, die laufen da schon ins Gehirn hinein, während deiner, also der Schwangerschaft, in der du ausgetragen wirst. Ja, also die Prägung erfolgt also auch schon von deiner Oma auf dich und das ist auch bekannt zum Beispiel von den Kindern, die von Auschwitz-Überlebenden sind oder die Enkelkinder, wo nie irgendwas in der Familie thematisiert wird, weil meistens diese schwer traumatischen Erlebnisse überhaupt nicht thematisiert werden und trotzdem die Enkelkinder schwer darunter leiden und irgendwas völlig schief läuft im Leben, bis dann endlich mal die Oma den Mut fasst, mit dem Enkelkind darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert ist. Ja, die Religionen sagen, dass man 7 Generationen nach hinten diese Prägungen feststellen kann. Es ist also
nicht egal, aus welcher Familie du kommst. Und es ist im Übrigen mit der Samenzelle deines Vaters auch so, so dass es durchaus sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, wer sind denn meine Vorfahren und wo komme ich denn her und was hatten die für Geschichten. Es ist auch sehr spannend, es ist mir zum Beispiel passiert, ich hatte die Geschichte oder die familiäre Seite meines Vaters ziemlich ausgeblendet. Und wo ich da mal angefangen habe, ein bisschen nachzuforschen, war ich also ziemlich erstaunt, dass wir in der Familie, in der väterlichen Seite, sehr viele Ärzte, Rechtsanwälte und eben auch Lehrer haben. Und in der Familie von meiner Mama sind auch Lehrer und Ärzte. Und so wundert es eigentlich nicht, dass ich heute Lehrerin bin und eben auch Heilpraktikerin. Also es prägt, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Ja, es geht auch 7 Generationen nach vorne. Und warum das so ist, das werden wir dann, wenn wir uns mit den heiligen Zahlen und deren Geometrie und was daraus zu folgern ist, beschäftigen, noch tiefer anschauen. Es geht also auch 7 Generationen nach vorne und es reicht eigentlich einer in dieser ganzen Reihe, um die Dinge aufzulösen, sodass sich Programme nicht immer wiederholen müssen. Und wie wir das macht, da werden wir ja heute einiges dazu sagen. Ja, es ist also sehr, sehr spannend mit dieser Epigenetik. Vielleicht schieben wir hier mal noch ein, diese Sache mit den elektromagnetischen Wellen, weil das ist auch jetzt eine Sache, die gleich noch ganz wichtig wird. Also in elektromagnetische Wellen entstehen immer dann, wenn Elektronen in Bewegung sind. Das sind ja die elektrischen Ladungen. Und dadurch, dass ein Elektron sich irgendwo im Raum bewegt, entsteht auch ein Strom. Du machst es normalerweise an der Steckdose, da steckst du 2 Pole rein und dann fließt über ein Kabel die Ströme vom Minuspol hin zum Pluspol und dann hast du einen Strom. Und in dem Moment, wo so ein Strom fließt, entsteht auch ein Magnetfeld. Das nennt man dann eine elektromagnetische Welle. Und diese elektromagnetischen Wellen, die haben wir natürlich jede Menge im Körper, weil dadurch, dass bei uns chemische Reaktionen in jeder Zelle sind, das Hunderttausende pro Sekunde ablaufen, bei den chemischen Reaktionen werden immer Elektronen verschoben, haben wir also einen ständigen Stromfluss im Körper. Und das misst man in der Schulmedizin auch, wenn man zum Beispiel schaut, ist das Herz in Ordnung, da misst man ein EKG, also ein Elektrokardiogramm, Elektro von Elektronen, also der Fluss da oder die elektromagnetischen Wellen, Cardio von Herz und Gramm dann eben das Schaubild oder das Diagramm dazu. Und so gibt es auch im Gehirn vom Kopf her ein EMG, das wäre ein Elektromyogramm. Myelin wäre die Isolierscheide oder dann eben vom Gehirn. Ja, also beim EEG misst man Wellen im Bereich von 1 bis 30 Hertz und beim EKG von 8 bis 10 Hertz. Da fällt schon auf, dass die Frequenzen etwas anders sind. Und wenn man dann das EKG misst oder vergleicht, dann stellt man fest, dass die elektrischen Wellen ungefähr 100-mal stärker sind und die magnetischen Wellen ungefähr 5000-mal stärker. Das heißt, der stärkste elektromagnetische Sender bei uns im Körper ist beileibe nicht das Gehirn, sondern mit ganz, ganz großem Abstand das Herz. Also das Herz ist der Sender, um den es im Grunde genommen geht. Wenn man jetzt diese Gehirnwellen aber anschaut, das wird häufig in Schlaflabors gemacht, dann stellt man Interessantes fest. Wenn man also auch jetzt bei Kindern misst, dann misst man ungefähr bis zum Alter von 2 Jahren nur einen einzigen Zustand, der im Schlaflabor dem Tiefschlaf entspricht. Das wäre der Delta-Zustand, das heißt, das Gehirn des Kleinkindes bewegt sich im Bereich zwischen 1 und 4 Hertz. Das heißt, es befindet sich sozusagen im Tiefschlaf und nimmt wie im Traum alles unfiltriert auf.
Das ändert sich etwas zwischen 2 und 4. Da kommt das Gehirn des Kindes im Wachzustand, ja, hauptsächlich in den Theta-Zustand. Das ist die Frequenz zwischen 4 und 7,5 Hertz. Und das entspricht beim Erwachsenen den Übergang zwischen Schlaf- und Wachphase oder dem Zustand der Meditation oder dem Zustand, den wir bei Hypnose erfahren. Das heißt, auch da wird das Kind sozusagen völlig unbewusst und unfiltriert programmiert. Im Alter von 4 bis 6 befindet sich das Gehirn des Kindes im Wachzustand, dann hauptsächlich im Alpha-Zustand. Das sind dann die Frequenzen zwischen 7,5 und 12 Hertz etwa. Und das ist so ein entspricht beim Erwachsenen so einem tiefen, entspannten Wachzustand. Ja, da beginnt so die erste Abgrenzung. Alle Eltern wissen das. Da kommen so die ersten Trotzphasen, wo das Kind Eigenständigkeit entwickelt. In diesen Phasen praktisch bis zum Alter von 6 nimmt das Kind wie im Traum alles auf und nimmt ungefiltert hinein, was es bei den Eltern so sieht. Wenn man in der Grundschule Sportunterricht macht, dann nutzt man das, weil man erklärt den Kindern gar nicht so viel, sondern man macht es ihnen vor, die sehen es und machen es nach, weil sie einfach das unbewusst sofort aufnehmen. Und so ist es mit allem, was gesagt wird, was sie beobachten, das lernen die. Da gibt es ganz tolle Versuche. Da ist mal eine Affenmama gelernt worden, wie sie auf ein bestimmtes Farbsignal reagieren muss und dann beim bestimmten Farbsignal dann eine bestimmte Taste drücken muss, die diese Farbe hat, um dann eine bestimmte Belohnung zu bekommen. Und dann, das waren Japaner, die das gemacht haben, und dann gab es japanische Schriftzeichen, und die Affenmama, die war also in der Lage, das Schriftzeichen für rot zu erkennen, hat dann die rote Taste gedrückt und hat dann ihr Leckerli gekriegt. Und dann hatte sie ihr Kleines da irgendwie mit dabei, und die Forscher waren also völlig überrascht, als das so in einem unbeobachteten Moment das kleine Affenbaby da losgetuppelt ist, als das Signal mal erschienen ist, die Mama da mit was ganz anderem beschäftigt war, und es drückte die rote Taste und hat das Leckerli genommen. Und da hat man also dann schon gemerkt, dass die Kleinen einfach durch Beobachtung lernen. Und so ist es mit allem, was wir da so tun, dass die Kinder das sehen und unfiltriert übernehmen. Ja, das geht direkt ins Programm des Gehirns. Ja, ab 6 bis 7 Jahre setzt dann so der Beta-Zustand ein, der überwiegend stattfindet. Vorher können die Kinder da überhaupt nicht hinein. Und der Beta-Zustand hängt so zusammen mit der gesteigerten Aufmerksamkeit, haben Erwachsene auch so bei Stress oder Erregung, und da sitzt unser Verstand. Übertragen heißt es, dass wir vor 6 ein Kind mit Verstand überhaupt nicht erreichen können, sondern mit Emotion und mit Vorbild. Und ich beobachte das ganz oft, dass wenn Eltern oder Mütter mit ihren kleinen Kindern diskutieren und denen lange erklären, warum sie etwas nicht machen sollen, dass das überhaupt nicht fruchtet. Manchmal ist eine kurze, schnelle Reaktion wesentlich effektiver oder eine eigene Reaktion. Da spielt auch rein, wie das Kind lernt, weil das Erste, was das Kind lernt, ist im Grunde genommen, dass es schaut, wie die Mama reagiert, wenn irgendeine Situation kommt. Es schaut also, da hat man so die ersten 2, 3 Wochen sind es, da wird das Kind geprägt und es schaut in den Gesichtsausdruck von der Mama und dem Papa, also den Bezugspersonen. Das kennt man zum Beispiel auch, wenn Küken schlüpfen. Da hat ja der Lorenz ganz tolle Versuche gemacht, mit Entenküken, die sind geschlüpft, und er war das erste Objekt, das sich bewegt hat, und ab da waren die Entenküken auf ihn geprägt und sind ihm also hinterher marschiert. Und so passiert es also mit dem Säugling auch, und der prägt sich sozusagen die Augen ein der Eltern oder der Kontaktpersonen, mit denen er da die ersten 2, 3 Wochen zu tun hat. Und wenn jetzt mit diesem Blickkontakt etwas schief läuft, dann kommt das Kind ganz groß in Schwierigkeiten, wenn dieser Blickkontakt
fehlt. Und ich beobachte das zunehmend mehr und bin jedes Mal ganz erschrocken, wie unbewusst da viele Menschen unterwegs sind. Wenn nämlich die Mütter heute sehe, dann haben die den Kinderwagen, den sie schieben und sind nebenher am Wischen, am Handy und gucken eigentlich ins Handy und das Kind guckt die Mutter an und kriegt keine Rückmeldung. Die Untersuchungen gehen dahin, dass man sagt, dass wenn dieser Blickkontakt langfristig fehlt und das Kind da keine Sicherheit bekommt und mit der Mutter oder der Bezugsperson, wer auch immer das ist, da einen Austausch hat, dass dann in schwere Störungen kommen in Richtung Autismus, in Richtung ADS, ADHS, weil das Kind einfach die Aufmerksamkeit nicht richtig lenken kann und auch nicht mehr zusortieren kann, was bedeutet denn ein Gesichtsausdruck. Normalerweise kann man das auch beobachten auf dem Spielplatz, wenn nämlich ein Kind hinfällt, ein Kleinkind, dann ist das Erste, was es schaut, dreht sich rum, bevor es heult, was macht denn die Mama? Und wenn die Mama ganz gelassen ist und sagt, ey, komm, steh auf, wisch ab und sie kommt und bleibt ganz ruhig, dann fängt das Kind auch überhaupt nicht an zu weinen. Und wenn die Mama ganz hysterisch, ja, um Gottes Willen und hilf und das ist ja ganz schlimm und die Augen aufreißt, huch, dann fängt das Kind an zu weinen und ist total erschrocken. Und es ist also mehr dieser Blickkontakt, der prägt als alles andere. Ja, und das ist natürlich im Zeitalter der Handys eigentlich ein ziemliches Desaster, was da mit den Kindern passiert. Ja, also die Religionen, die wissen das auch. Es waren die Jesuiten, die gesagt haben, gib mir ein Kind bis zum Alter von 6 und es wird mir immer gehören. Ja? Oder der Volksmund sagt das auch im Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, weil eben diese unterbewussten Prägungen bis so zum Alter von 6, 7 weitgehend abgeschlossen sind und dann eben wirken. Es ist auch ganz interessant, vielleicht nochmal zu gucken, wenn man schaut, rechte und linke Gehirnhälfte. In der linken Gehirnhälfte sind so überwiegend das wache Bewusstsein, die Ratio, die Logik, das Mathematik, Nachdenken lokalisiert. Und in der rechten Hirnhälfte, also mehr, wir sprechen jetzt über diesen präfrontalen Kortex, wo das Denken stattfindet, das bewusste Denken, da findet so ein ganzheitliches, bildhaftes Wahrnehmen statt, also Kreativität, Emotion, musische Begabungen, die sitzen dann mehr rechts. Und das merkst du insofern, weil wenn du dir einfach mal eine mathematische Aufgabe stellst oder du fängst an, über Sachverhältnisse nachzudenken, dann schaust du automatisch in deine linke Gehirnhälfte. Also links wäre jetzt hier seitenverkehrt, gell? Weil das ist also jetzt hier meine linke Hand. Also wenn ich nachdenke, dann gucke ich meistens so nach oben. Das heißt, ich schaue direkt in meine linke Gehirnhälfte. Wenn ich mehr darüber nachdenke oder versuche mir vorzustellen, wie waren denn die Emotionen, dann schaue ich mehr nach rechts oben. Und das ist also so, dass wir tatsächlich da hinschauen, wo es programmiert ist und wo es abgespeichert ist. Ja. Interessant ist jetzt auch, dass vor 7 Jahren beim Kind die rechte und die linke Hirnhälfte zusammenwirken. Die wirken also nicht einzeln, sondern immer im Verbund. Und das Kind befindet sich damit so in einem Zustand, den man auch als Superlearning bezeichnet. Das heißt, alles, was wahrgenommen wird, wird sofort direkt ins Gehirn hineingespeichert. Ab 7 Jahren ist dann eine Gehirnhälfte dominant. Das ist dann immer im Wechsel, je nachdem, was da eben gerade überwiegend beansprucht wird. Der Bruce Lipton, der wurde dann gefragt, ob es da irgendwelche Untersuchungen dafür gibt, warum das so ist. Er sagt, nee, kann er nicht wirklich erklären. Aber er hat einen Verdacht und das ist mehr so, dass bis zum Alter von 6, 7 eben die meisten Programmierungen im Unterbewussten abgeschlossen sind. Also nimm mal nur zum Beispiel die Fähigkeit des Gehens. Das Kind, das übt und übt und übt, fällt immer wieder hin und steht auf. Aber irgendwann läuft dieses Programm des Gehens, das dann im Kleinhirn abgespeichert ist, unbewusst und das Kind braucht überhaupt nicht mehr nachzudenken, wir als Erwachsene auch nicht mehr. Wie gehe ich denn? Also muss ich jetzt den Fuß heben, muss ich die Ferse abrollen,
sondern das läuft einfach und ich kann mich mit anderen Dingen beschäftigen. Wir haben ja schon gehört, also wenn ich über ein Programm bewusst nachdenken muss, dann kann das gar nicht schnell ablaufen. Und ich kann auch, wenn ich bewusst denke, auf abgespeicherte Programme nicht zugreifen, ich kann die gar nicht wahrnehmen. Ja, so denke ich drüber nach, wie ich gehe, dann klappt es plötzlich gar nicht mehr richtig. Ja, dieses Gehen ist natürlich so ein wertvolles Programm, dass das überhaupt gar nicht mehr angegriffen wird. Und so ist es erstmal für das Gehirn sehr eine Arbeitserleichterung, wenn möglichst viele Sachen in die Programme hineinlaufen, weil die Automatismen dann um ein Vielfaches schneller abspielbar sind und eben ganz einfach zur Verfügung stehen und Kapazität freisetzen, um sich bewusst mit anderen Dingen zu beschäftigen. Deswegen sind die Programme sozusagen heilig oder super und werden auch nicht mehr gerne angetastet und so wechselt dann das Gehirn, wenn es der Meinung ist, jetzt sind genügend Programme gespeichert, dann in diese wechselweise Tätigkeit. Die Emotionen, kann man insgesamt sagen, sind für das Gehirn immer sehr, sehr viel stärkere Signale, um Dinge abzuspeichern. Also wenn ich etwas lernen möchte und ich verknüpfe das mit einer Emotion, dann komme ich ja wieder in diese Art des Superlearnings, sodass ich rechts und links verbinde. Mehr gehört jetzt, rechts ist mehr für die Emotionen zuständig. Und dann werde ich da wesentlich besser lernen können. Insgesamt ist es also wichtig, wenn ich jetzt so mit Kindern umgehe, dass klar ist, es ist überhaupt für das Kind gar nicht interessant, was ich sage, sondern für das Kind ist interessant, was fühlt denn derjenige, der mir etwas sagt und was geht von dessen Herz für eine Frequenz aus. Wir haben ja auch schon gehört, das Herz ist ein ganz starker Sender. Es ist also gar nicht wichtig, was ich sage, sondern wie ich es sage und ob ich tatsächlich mit der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit beim Kind bin. Man hat nämlich festgestellt, dass es verstärkende Maßnahmen gibt und ganz stark abschwächende. Also zum Beispiel Liebe, Achtsamkeit, was kann man noch sagen? Also ich habe mir da verschiedene Sachen aufgeschrieben, das sind immer so viele. Muss man einmal ganz kurz nachgucken. Ja, also Liebe, Achtsamkeit, Annahme, Wertschätzung, das sind so die Punkte, die am stärksten wirken. Da kann man also so dreifach ein Plus geben, wenn man mal von Plus bis Minus geht. Ja. Dann käme als nächstes das Lob und die positive Verstärkung. Das wären dann so 2+. Dann wäre die Beachtung des Kindes, das wäre so 1+. Ich habe es also wahrgenommen. Interessanterweise kommt jetzt nicht etwa Nichtbeachtung, sondern jetzt kommt negative Zuwendung. Die negative Zuwendung ist also besser als Nichtbeachtung. Und die negative Zuwendung ungefähr 0 ist. Ja, das ist besser als negativ. Und negativ ist dann eine Nichtbeachtung. Und ganz besonders negativ ist ein gezieltes Ignorieren oder ein Abwerten. Und das ist sehr spannend, das beobachte ich in der Schule immer wieder, dass es Kinder gibt, die das nicht gelernt haben, auf Blickkontakt und auf Gesicht oder Zuwendung zu reagieren. Die laufen völlig aus dem Ruder und letztendlich kann man gar nicht positiv so wirklich richtig verstärken und die ziehen sozusagen richtig gehen die negative Zuwendung auf sich, so nach dem Motto, besser kriege ich Stress, als ich werde überhaupt nicht gesehen. Und das ist im Grunde ein sehr trauriger Vorgang, weil man ja in einer großen Gruppe gar nicht umhin kommt, ein Kind, das ständig stört, dann doch irgendwie so zu maßregeln, dass der Rest der Gruppe nicht darunter leidet, was für das Kind dann aber auch immer eine negative Verstärkung sozusagen ist. Ja. Und das wird dann eben zunehmend mehr negative Zuwendung provozieren, weil es die positive ja nicht schafft, weil es einfach das nicht gelernt hat. Ja, jetzt ist noch die Frage, wenn man nochmal in dieses Bewusstsein und Unterbewusstsein geht, ich zeige euch nochmal da das Bild, das habe ich dann nachher auch wieder
eingestellt. Ihr werdet es so auf die Schnelle wahrscheinlich gar nicht lesen können. Das ist aber auch nicht wichtig, weil ich erzähle jetzt da auch ein bisschen was dazu. Und das habe ich also ein bisschen geändert. Wir haben gesagt, ja, das letzte Mal schon, dass man den ganzen Geist so ein bisschen angucken kann, wie so ein Eisberg. Und interessant ist also, wenn man jetzt so schaut, ist nur 5% Bewusstsein oder bewusster Geist, wo man sagen können, da sitzt die Logik, der Verstand und das kreative Denken. Und 95% sind unterbewusst. Das heißt, das ist die Festplatte, auf der die Programme gespeichert sind. Und da haben wir ja gerade schon gehört, das ist eigentlich alles eine Fremdprogrammierung, die bis zum Alter von 7 Jahren aufgenommen wurde. Und bei nahezu allen Menschen ist 70% davon negativ. Das passiert einfach, ob die Eltern das wollen oder nicht. Und das macht dann die Schwierigkeiten. Also diese negativen Programme, die dann Selbstsabotage, Beschränkungen, begrenzende Gewohnheiten sind. Ja. Und wenn eines dieser Programme die Führung übernimmt, dann fahren wir auf Autopilot. Und da habt ihr ja schon gehört, dass wir in dem Moment auf Autopilot mit diesen negativen Programmen fahren, wo wir anfangen, bewusst zu denken. Das heißt, alles, was wir da so in der Kindheit abgespeichert haben, das läuft nebenher unbewusst ab. Und da können wir das auch nicht erkennen, weil wenn wir bewusst denken, können wir unsere negativen Programme nicht wahrnehmen. Das nehmen dann die anderen wahr, die dann sagen zu unserem ganz großen Entsetzen, hey, du bist ja genau wie deine Schwester, deine Mutter, dein Vater oder sonstiges. Und wir sind völlig schockiert, weil wir das ja nicht wahrnehmen und so ja bewusst auch vielleicht gar nicht sein wollen. Ja, wenn wir jetzt also im Leben ein Problem bekommen, dann ist es Pro für uns, weil dieses Problem uns sozusagen auf die Fehlprogrammierung hinweist, die da unbewusst abläuft, weil das unbewusste Verhalten natürlich eine ganz deutliche Auswirkung in unserem Leben hat. Also die schlechte Nachricht ist, dass wir nur 5% unseres Lebens selbst steuern, in der Regel. Und 95% steuern wir nicht selbst, das sind die Programme, die wir da erhalten haben, und 70% davon sind in der Regel negativ, also Selbstsabotage, Beschränkung oder sonstiges. Ja, das Leben kann man also sagen, unser Leben, so wie es sich oder dein Leben, so wie es sich dir darstellt, ist also ein Ausdruck deiner Programme. Und wenn jetzt Dinge positiv laufen, dann kann man sagen, dann läuft das nur deswegen positiv, weil du eine Programmierung hast, die eben genau dieses zulässt. Ja. Ja, was ist jetzt zu tun? Dann kann man jetzt mal vielleicht sagen, dass diese ganzen Dinge im Unterbewussten nach einem Reizreaktionsschema laufen. Da kommt ein Stimulus und eine unbewusste Reaktion läuft ab. Das kennt man zum Beispiel, Pavlov hat das gemacht mit Hunden. Da hat den Hund, immer wenn der Hund zu fressen bekommen hat, dann läuft dem automatisch der Speichel im Mund zusammen. Und dann hat der Pavlov ein Glöckchen geläutet, immer dann, wenn man dem Hund Essen gegeben hat, und dann ist dem Hund der Speichel im Mund zusammengelaufen. Und am Ende ist dem Hund der Speichel im Mund schon zusammengelaufen, nur wenn das Glöckchen geläutet wurde, auch wenn gar kein Fressen kam. Das ist also so ein unbewusstes Programm, was dann in dem Hund abläuft. Und so ist es bei uns auch. Also wir haben alle unsere Glöckchen oder unsere Knöpfe. Wenn da ein bestimmter Stimulus kommt, dann läuft dieses Programm ab, über das wir erstmal bewusst gar nicht einen Zugriff haben. Und wenn wir bewusst nachdenken, dann denken wir ja verflixt nochmal schon wieder, ich wollte das doch gar nicht mehr. Ja. Ja, die verschiedenen Lernweisen kann man da vielleicht mal noch ansprechen. Das Unbewusste, das haben wir ja gerade schon gesagt, das lernt also bis zum Alter zu 7 Jahren. Und danach lernen wir unbewusst oder schaffen wir es, etwas in eine Programmierung hineinzubefördern. Da werden wir nachher auch noch mal was dazu sagen.
indem man ständig wiederholt. Also jeder Sportler weiß das, immer üben, 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 üben und nochmal üben und irgendwann ist es automatisiert und dann brauche ich über den Bewegungsablauf nicht mehr nachzudenken, der wird also automatisch dann abgespult. Bewusst läuft das Lernen ganz anders ab, das ist nämlich kreativ und da kommt es auf den Input an. Also Bücher, Kino, Film, Video, Unternehmungen, Erlebnisse, alles, was da an äußerem Input kommen kann und am besten irgendwo in der Kombination mit einer Emotion, die dadurch auch ausgelöst wird. Und da kann man schon mal gleich sagen, es gibt ja so eine ganze Welle, die sagen, du musst dir nur lange genug sagen, ich bin glücklich, ich bin glücklich, dann geht es schon. Da muss man einfach dazu sagen, Affirmationen können per se nicht funktionieren, solange oder sobald ein unbewusstes Programm dagegen steht. Wenn da kein Programm dagegen steht, dann funktionieren die wunderbar. Aber wenn ein Programm dagegen steht, dann funktioniert es nicht. Weil du kannst dir im Grunde dein Unbewusstes wie ein Aufnahmegerät vorstellen. Also früher hatten wir Kassettenrekorder, da hat man alles auf dem Magnetband aufgenommen. Heute haben wir DVD-Rekorder oder CD-Rekorder oder ich nehme es auf dem PC direkt auf die Festplatte auf und ich habe da was aufgenommen und es spielt also ab. Und dann sage ich also, dann spreche ich also mit meinem PC und sage, hey, das Programm, das du abspielst, gefällt mir nicht. Hör damit auf. Ja, und dann wirst du auch nicht auf die Idee kommen oder eher lachen, wenn ich dir jetzt sage, ja, dein PC reagiert auf dich und hört dann damit auf. Ja. Es gibt ja schon so tolle Sprachprogramme, wo du über Sprache steuern kannst, aber in der Regel geht es nicht. Ja? Ein Programm läuft ab, wenn es abläuft. Und da kannst du noch so oft da reinreden und sagen, hör jetzt auf, programmier um. Das wird es nicht tun, weil das Programm läuft eben gerade ab. Ja. Und jetzt ist also die Frage, wie mache ich das? Und dann ist klar, wenn ich ein Programm ändern will, dann geht es nicht, indem ich dem sage, ändere dich gefälligst, sondern es geht, indem ich es umschreibe. Ich muss also ein anderes Programm drüber schreiben. Es geht in der Regel nicht, dass ich ein Programm lösche, so ist es im Unterbewussten auch, also löschen geht nicht, aber ich kann wohl überschreiben und umschreiben. Ja, also der Robert Williams, der hat auch gesagt, überschreibe dein Softwareprogramm und du änderst den Ausdruck deines Lebens und den Ausdruck deines Lebens in der Welt oder mit dem Ausdruck deines Lebens auch die Welt um dich herum. Ja, jetzt ist dann die Frage, woher weiß ich denn, was ich umschreiben sollte? Muss man geschwind einen Schluck trinken, mein Mund ist so trocken. Ja, da ist also im Endeffekt, kann man sagen, dein Leben ist der Spiegel deiner unbewussten Programme. Und wenn du siehst oder einfach mal aufschreibst und guckst bewusst, was läuft denn in meinem Leben nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann wirst du genau deine unbewussten Programme erkennen können. Also nimm mal an, du hast Programme mit den Finanzen, dann wird da irgend so ein unbewusstes Programm im Unterbewussten laufen, wo du von deinen Eltern aufgenommen hast, du bist es nicht wert. Ja, oder es gelingen dir viele Sachen nicht oder immer so kurz davor, dass was abgeschlossen ist, geht es total schief, dann hast du wahrscheinlich Dinge aufgenommen wie du kannst das nicht, du taugst zu nichts, das schaffst du nie oder was auch immer. Da werden dir sicher einige Dinge selber einfallen und so kannst du dich einfach mal hinsetzen und aufschreiben, was hätte ich denn gerne in meinem Leben anders und wie läuft es tatsächlich? Und dann bist du genau bei diesen unterbewussten Programmen. Ja, jetzt ist dann natürlich die Frage, wie schreibe ich diese Programme um und wie komme ich denn zu neuen Programmen? Und kann man jetzt das aufnehmen, was wir vorher gehört haben, dass nämlich das Kind in dem Delta-, Theta- und Alpha-Zustand die Dinge ganz unbewusst aufnimmt. Und für den Erwachsenen ist es dann vor allen Dingen der Theta-Zustand. Das ist also dieser Zustand, der genau zwischen Schlafen und Wachen in dieser Übergangsphase ist. Und das wäre also auch dieser Zustand, den man erreicht bei der Meditation und oder bei der Hypnose.
Wären das also Techniken, mit denen man da neue Programme auch setzen kann. Und eine ganz gute Möglichkeit, die nennt sich da Subliminals, und das sind Hörprogramme, die, wenn man dann also in diesem Übergang zwischen Wachen und Schlafen, dann hat man einfach einen Kopfhörer auf und wählt sich so ein Subliminals mit Texten, und entsprechender emotionaler Musik, über das man beide Hirnhälften hinein hat, also Texte, die man sich vorher auswählt, wo man sagt, das ist so ein Programm, das ich gerne überschreiben möchte. Hast du ja vorher angeschaut, was da in deinem Leben so gerade nicht so läuft, wie du dir es vorstellst oder wo du eigentlich hin möchtest. Und dann wird das in diesem Übergang zum Schlafen hin und nachher dann auch wieder beim Aufwachen allmählich in dein Unterbewusstes hineinprogrammiert werden. Die zweite Möglichkeit, und am besten auch kombiniert mit der ersten, ist eine ständige Wiederholung und ein Üben, Üben, Üben und nochmal Üben. Das weiß jeder Sportler, ja, das weiß jeder Musiker, das weiß jeder, der eine Sprache lernt. Üben, Üben, Üben. Täglich in immer wiederkehrenden kleinen Einheiten, muss gar nicht viel sein, aber täglich ein kleines bisschen ist wesentlich besser als einmal riesig viel. Und das kommt aus der neurolinguistischen Programmierung, NLP. Und da sagt die neurolinguistische Programmierung, wenn ein Gehirn lernt, dann ein unbewusstes Programm aufzustellen, wenn 21 Tage lang immer wieder dasselbe wiederholt wird. Ja, das weiß man zum Beispiel bei der Stoffwechselkur, 21 Tage lang ketogene Diät, dann ist der Körper auf der ketogenen Diät und man hat eigentlich überhaupt auf alles andere gar keinen Appetit mehr und man braucht auch andere Dinge fast gar nicht mehr. So ist es, wenn ich mir zum Beispiel angewöhnen möchte, morgens eine kurze Einheit Yoga zu machen, dann ist der erste Tag schwer, der zweite Tag schwer, der dritte, der vierte schwer, der fünfte wird schon etwas leichter und ab dem 21. stehe ich auf und wenn ich es dann nicht mache, dann fehlt mir was. Ja? Ist also zu einer Gewohnheit geworden. Da gibt es einen ganz interessanten Satz, den finde ich immer wieder ganz toll. Fake it until you make it. Also du musst dir im Grunde vorstellen, wie toll das ist und wie super und dir, während du sowas machst, immer wieder sagen, ich bin sowas von glücklich und froh und dann machst du das und irgendwann sagt das Gehirn unten drunter, ja, ich bin sowas von glücklich und froh, auch wenn du es dann mal gerade nicht bist. Ja? Also du änderst sozusagen das Ding, indem du so lange so tust, als wäre es so, bis das Gehirn sagt, jetzt ist es so und dann bist du es vielleicht mal nicht, aber dein Gehirn sagt, doch, ich bin so. Ja? Sehr spannender Ansatz. Allerdings mit viel Üben verbunden. Aber du möchtest ja was ändern. Ja, und dann gibt es noch die energetische Psychologie und das geht in Richtung Superlearning. Da wird durch verschiedene Techniken erreicht, dass die rechte und linke Hirnhälfte verbunden ist. Das geschieht vor allen Dingen durch Achtsamkeit, durch verschiedene Musiken, die nebenher laufen, dass man entspannt ist, in einer Emotion des Wohlfühlens ist. Und so ein Superlearning, das kennst du vielleicht, wenn du schon mal verliebt warst oder bist, das ist dieser Honeymoon-Effekt. Weil in diesem Honeymoon-Effekt, verbindet sich die rechte und linke Hirnhälfte und das Bewusstsein, der bewusste Geist, der ist einfach nur auf Aufnahme, der ist gar nicht auf Verstand, weil der Verstand und das Nachdenken schaltet ja wieder die unbewussten Programme aus, an und die wirst du ja nicht angeschaltet haben, sondern das ist einfach nur in dieser Verliebtsein, diese Achtsamkeit und das Wahrnehmen des Lebens auf einer ganz anderen Art. Du bist einfach nur im Sein. Und solange du im Sein bist, kannst du also genauso sein, wie du sein möchtest. Und bist es dann auch so. Und so lernt dich der andere kennen und du schwebst auf Wolke 7. Und es dauert dann ungefähr so lange, bis der Alltag dich wieder einholt und du bestimmte Dinge regeln musst. In diesen
Ja, ich muss eben meine Arbeit machen, ich muss Telefonate durchführen und in dem Moment bist du in der Logik und im Verstand, in diesem bewussten Nachdenken. Und in dem bewussten Nachdenken fährst du wieder auf Autopilot. Und dann kann das passieren, du bist gerade am Nachdenken und dein Partner fragt dich irgendwas und dann drehst du dich rum ganz unbewusst und wischst ihn weg und schnauzt ihn an und er denkt, hä, wer ist denn das? Den kenne ich ja gar nicht. Und du merkst ja gar nicht, was du tust. Und in dem Moment kommt schon so eine erste Irritierung rein. Also dieser Alltag, der wieder einkehrt, der beendet sozusagen den Honeymoon-Effekt. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel deinem Partner oder du weißt es, dass in dem Moment, wo du nachdenkst, deine unbewussten Programme laufen, die du ja nicht mehr am Laufen la haben möchtest, dann kannst du deinem Partner sagen, du pass mal auf, wenn so ein Verhalten von mir kommt, sag's mir bitte, weil in dem Moment kommt dieses Verhalten ins Bewusstsein und dann kannst du anfangen, das umzuprogrammieren und du kannst dann auch allmählich wahrnehmen, was da tatsächlich über den anderen, der dir sozusagen den Spiegel vorhält, was da tatsächlich läuft. Also zum Beispiel eine Möglichkeit wäre dem Partner dann zu sagen, du pass mal auf, das ist jetzt ganz bestimmt nicht was, was du wirklich machen möchtest und sagen, ist dir bewusst, was du gerade machst? Ja? Und dann redet man nicht aneinander vorbei, sondern der andere sagt, nee, nee, das habe ich doch gerade gar nicht gemacht. Und dann kannst du sagen, doch, das ist gerade abgelaufen, aber eben unbewusst. Und das willst du ganz bestimmt nicht. Und dann kann man sich austauschen und bei einem selber ist das ja genauso. Und so kann man im Endeffekt auch mit dem Partner dauerhaft in diesem Honeymoon-Effekt bleiben, wenn man es schafft, eben sich über diese unbewussten Verhaltensweisen auszutauschen. Ja, es gibt in der energetischen Psychologie von dem Bruce Lipton viele Vorschläge und die werde ich ein, zwei davon werde ich euch dann noch weitergeben beim nächsten Video, das am Freitag, den 12.01. um 13 Uhr laufen wird. Und da geht es darum, wie geht denn das Superlearning? Und da gibt es ein Vorbild und einen super Lebenscoach. Das ist der Blick in die Natur, weil die Natur, die zeigt es uns eigentlich, wie es geht. Jetzt will ich dir mal vielleicht noch die Bücher zeigen von den Bruce Lipton. Das eine, ups, das spiegelt aber arg, das ist der Honeymoon-Effekt, ja, von dem ich da gerade erzählt habe. Da beschreibt er das ganz toll, wie ich das mit meinem Partner schaffen kann oder meiner Partnerin, dass man dieses positive Miteinander lebenslang oder ganz lange erhalten kann. Und diese anderen Sachen, die ich euch erzählt habe, die kommen hier. Das ist jetzt auch eine DVD gewesen, gibt es aber auch in Buchform, wie wir werden, was wir sind. Und da hat er seine ganzen Forschungsergebnisse beschrieben, das, was ich euch jetzt eben gerade erzählt habe. Ja, oder dir. Ja, ich hoffe, dass das für dich hilfreich war. Und es freut mich sehr, dass ich das alles weitergeben kann. Ich freue mich auch, wenn du das Video likest oder teilst und ich habe es ja öffentlich auch in YouTube gestellt und auf meiner Webseite findest du dann auch die Texte und die Quellen und die Links dazu und ich freue mich, wenn wir uns am Freitag dann wiedersehen und wünsche einen wunderschönen Tag. Ja, und finde es toll, Nicole, dass du zuschaust. Tschüss, tschüss, schönen Tag.